Wo, was, wie, warum? Ist es eigentlich schwer, sich für ein Studium zu bewerben? Nein. Alles, was ihr tun müsst, ist euch online im Bewerbungsportal der Hochschule Flensburg zu registrieren. Dort loggt ihr euch ein, wählt den Studiengang, den ihr studieren wollt und füllt eure Bewerbungsdaten aus. Am Ende druckt ihr den Bewerbungsbogen, in dem die Daten automatisch zusammengefasst werden, aus, unterschreibt ihn und schickt ihn per Post an die Hochschule Flensburg. Genau, nur den Bogen. Die Bewerbungsunterlagen müsst ihr nicht extra einsenden. Das Online-Ausfüllen eurer persönlichen Infos, das geht ja ganz schnell und einfach. Aber welche Bewerbungsunterlagen müsst ihr wirklich hochladen? Grundsätzlich braucht ihr einen Nachweis über eure Hochschulzugangsberechtigung. Also zum Beispiel eine Kopie eures Abiturzeugnisses oder des Zeugnisses eurer Fachhochschulreife mit schulischem und fachpraktischem Teil oder eine Kopie eures Meisterbriefs. Ihr könnt diese Unterlagen übrigens auch einfach im Bewerbungsportal hochladen. Das reicht auch. Alle Details dazu findet ihr auf der Homepage der Hochschule. Schaut dort nach, was auf euch zutrifft und ob ihr eine Ausbildung oder Berufstätigkeit anrechnen lassen oder einen Nachteilsausgleich geltend machen könnt. Das prüft der Studierendenservice individuell. Habt ihr schon einmal woanders studiert? Dann brauchen wir auch die Bescheinigung eurer Exmatrikulation von dort. Wenn ihr aktuell noch dort eingeschrieben seid, dann legt ihr die Bescheinigung einfach bei der Einschreibung bei uns vor. Ihr habt einen Freiwilligendienst, einen Zivildienst oder einen Wehrdienst gemacht? Dann schickt uns auch diesen Nachweis mit. Solltet ihr das alles online machen, wird jeder Nachweis einzeln abgefragt. Ihr könnt also gar nichts vergessen. Seid ihr euch dann aber immer noch unsicher, dann fragt gerne bei unserer Studienberatung nach. Oder ruft bei unserer Bewerbungshotline an. Unser Team ist gerne für euch da und hilft euch mit Antworten auf eure Fragen. Wer seinen Master bei uns machen möchte, der schickt noch den Lebenslauf mit, vor allem wenn daraus relevante Berufserfahrungen hervorgehen. Eine Kopie des Personalausweises und ein Nachweis über den Bachelor- oder Diplomabschluss packt ihr ebenfalls dazu. Für den Studiengang Intermedia und Marketing gehört noch etwas mehr in eure Bewerbung, unter anderem ein Motivationsschreiben und Arbeitsproben. Schaut dafür aber nochmal auf unserer Homepage vorbei, was ihr alles braucht. Ausnahmen sind auch die Studiengänge Schiffstechnik, Schiffsbetriebstechnik oder Seeverkehr, Nautik und Logistik. Für diese Studiengänge müsst ihr schon etwas Vorerfahrung besitzen oder Nachweise eurer Tauglichkeit einreichen. Das sind allerdings Sonderfälle, die den Rahmen dieses Videos sprengen würden. Und da sei nochmal an unsere Homepage oder an die Studienberatung verwiesen. Nur so viel sei gesagt, das ist alles gar nicht so kompliziert. Habt ihr alle Unterlagen hochgeladen? Sehr gut. Dann druckt den Bewerbungsbogen aus, der wird am Ende der Online-Bewerbung automatisch erzeugt, unterschreibt ihn und dann ab zum Briefkasten damit. Ja, wenn ihr alles eingeschickt habt, dann bleibt uns nur noch übrig, euch viel Erfolg zu wünschen. Wir drücken euch die Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich bald in Flensburg. Bis dann. Informier dich gleich auf hs-flensburg.de/darum.